Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Best Of. Wir sind gerade hier in Listerplatz und hier soll der beste Döner Niedersachsen, nicht nur Listerplatz, sondern Niedersachsen sein. Und wir gehen jetzt erstmal direkt dahin. Ich bin so gespannt, was auf mich zukommt. Die haben so viel über diesen Laden gesprochen. Da war sogar in Zeitung, der war in Fernsehen, der war... Oh Gott, Digga, was kommt auf mich zu gleich? Ich möchte jetzt unbedingt wissen, was dieser Laden so besonders macht. Ich habe gehört, da kommen sogar Erdbeeren und so rein. Döner und Erdbeer, Alter, das ist so was Neues, ey. Wir gehen jetzt dahin. Wir sind jetzt schon da. Okay, fast da. Wir müssen jetzt ein bisschen gehen, aber jeder Gang macht schlank hier, ne? Jimmy. So, Freunde, wir sind hier bei den besten Döner Hannovers, richtig? Jawohl. Bruder, heute will ich ganz genau wissen, was euch so besonders macht. Wirklich, ich will alles wissen, Bruder. Was macht euch besonders? Jeder redet über euch. Alle sagen, das ist der beste Döner und den werden wir heute probieren. Aber kannst du ein bisschen über euer Laden erzählen? Was macht euch so besonders? Wir machen das alles mit sehr viel Liebe. Mein Bruder und ich sind da mit Tag und Nacht dahinter, immer besser zu werden. Und es ist die Frische. Alles wird hier frisch gemacht. Frisch, ne? Siehst du selber. Ja, ja, habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja. Wir machen unser Dürüm, Brot, Lamajun, Salat, alles frisch vor Ort. Hammer. Wird alles frisch gemacht und frisch rausgegeben. Eine Sache habe ich gesehen, weil so ein Video, ihr habt so Erdbeer drin gehabt. Genau. Was macht das für einen Geschmack in einem Döner, Bruder? Haben wir noch nie gesehen, so ein Erdbeeren-Döner. Döner ist Döner, weißt du, aber wir wollen mal was anderes machen als normalen Döner. Wir wollen anders sein als die anderen. Wir gehen mit Saison mit. Manchmal machen wir Granatapfel rein, manchmal so nach Hause überlegen uns was und dann... Dann einfach machen. Ja, einfach machen. Warum nicht? Einfach, das ist ihr Lebensmotto. Einfach machen. Einfach nicht denken. Okay, Bruder, wir bestellen uns jetzt einen Döner. Bin gespannt, wie das schmeckt. Alles unter die Lupe nehmen. So. Und ich würde sagen, lass uns direkt reingehen. Was für ein Laden, Alter. Das sieht schon, aber schon heftig, ne? Die haben das hier so wie Straße gemacht. Ich sehe manchmal so Videos, Fotos. Bruder, die Schlange geht bis zur Straße. Kommt ihr damit klar? Deswegen haben wir das System hier. Bruder. Ja, habe ich gesehen, so ein Straßensystem. So rechts vor links und so. Ja. Mit Stoppschild und keine Ahnung, oder? Das ist sehr wichtig, dieses System. Ja. Weil die Kunden kommen alle von da. Ja, und ja, die ja. gehen dann da raus, ne? Ja, ja. Die kommen alle von da, die Schlange ist da. Dann zum Beispiel, ich nehme hier einen Kunde auf. Ja. Dann sage ich zu ihm, wenn er zum Beispiel zwei Gerichte hat, packe ich in den Haus 2 rein. Da ist ein Haus. Ach, hier sind Haus 2 und 3? Boah, ja. Monopoly. Jeder hat eine Nummer. Bruder, das ist ja richtig Monopoly hier. Ja, ja. Straße, dann der Kunde wartet hier. Ja. Dann sage ich, hier steht immer einer. Ja, ja. Dann sage ich dem, zum Beispiel Haus 2 hat 2 Döner. Ja. Dann rufen die ihn auf und der geht nach vorne und macht seine Sachen. Okay. Sonst kommst du nicht hinterher. Ja, wenn normal, die alle nach vorne kommen, alle zusammen nach vorne kommen, hast du verloren. Das ist normal, Bruder. Die schlagen sich hier. Die schlagen sich hier, ich höre. Wie viel Uhr geht's los? 12 Uhr. Ja. Ab 12? Ja, 12 Uhr. Kommen erstmal Mittagstisch. Mhm. Und das ist dann bis 15 Uhr. Und ab 18 Uhr nochmal dann. Dieser Feierabendverkehr, Bruder. Dann lass uns mal schnell essen, bevor die kommen. Ja. Wir sind extra früh gekommen, weil wir wissen, ich habe gesehen diese Schlange. Und Bruder, ich wollte jetzt nicht diese. Weißt du, diese Filme, ihr seid voll im Stress, 1000 Menschen hier und dann komme ich mit meiner Kamera. Was kannst du uns hier empfehlen? Was empfiehlst du? Ein ganz normaler Döner, ne? Ganz normal. Ganz normaler Döner, okay. Aber unser Döner ist besonders, ne? Das werde ich ja gleich rauskriegen. Das werde ich gleich rauskriegen, Bruder. Er macht dein Brot direkt frisch, direkt sofort frisch. Das ist der Brotmeister, das ist der Dürüm Lahmacun-Meister. Ja. Okay, also ihr habt einen Brotmeister und einen Lahmacun-Meister. Ein Lahmacun-Dürüm-Meister. Der hat für alles extra noch. So, extra. Ne? Jeder hat seine Position, jeder weiß, was er zu tun hat. Sehr gut. Er macht dir dein Brot frisch vor deinen Augen. Okay. Das kommt von dort nach da hinten. Ja. Wenn einer will, wird getoastet. Wenn nicht will, wird nicht getoastet. Okay. Und von dort aus geht dann wird der Döner weiter mit Messer geschnitten, wird dann weitergehen. Geil, Alter. Das wird sich richtig geil. Das ist kein Standard. So hört sich auch nicht an, Alter, Bruder. Okay, Bruder, dann ich bestelle jetzt einen Döner. Nach deiner Wahl, Bruder. Ich vertraue dir, mach einfach. Zeig mir diesen Lister Döner, Bruder. Machst du ein bisschen Zitrone drauf? Rollst du ein. Wir haben jetzt Vorspeise bekommen. Vorspeise. Wir haben schon Vorspeise bekommen. Okay, Bruder, ich probiere den mal. Gerade frisch gemacht, Alter.
bisschen Zitrone, die ganzen, warte. Bruder, wo ist das reingefallen? Ich nehm kurz deinen Löffel, Bruder. So. Boah, das, guck mal, wie knackig. Ich habe noch nie hier gegessen. Ich habe noch nie hier gegessen, wirklich. So viel von diesem Laden gehört. Ich war schon in Hamburg, aber nicht hier. Und der ist 10 Minuten von mir. Wow, Bruder. Wow. Wirklich. Der Amazon schmeckt richtig gut, Bruder. Sehr knusprig. Du schmeckst einfach diese Tomaten raus, dieses Fleisch. Aber was ich richtig gerade feiere, diese, wie knusprig das ist noch dazu, weißt du? Ich möchte jetzt nicht weiter essen, weil ich möchte diesen Döner probieren. Wie gesagt, der Kameramann leidet immer darunter. Damals schon, das riecht schon mal richtig gut. Ehrlich. Wenn man auch weiß, dass es auch direkt frisch, Bruder, ne? Wirklich, er hat das gerade vor mir massiert. Ja, kann man massieren sagen? Geknetet. Hat dieses Fleisch drauf geklatscht. Ey, das schmeckt richtig gut. Ich möchte so gerne noch weiter essen, aber ich möchte Platz lassen für meinen Döner. Ja, ich schaffe auch nicht alles, okay? Auch wenn ich ein bisschen breiter bin. Mal dieses Brot an, erstmal, der gerade frisch aus dem Ofen kam. Boah, Bruder, ich sehe das, ohne reinzubeißen, wie knusprig das von außen ist und wie weich von drinnen ist. Das ist à la carte Brot. Bombe, Bruder. Wie willst du haben? Soll ich nach meinem Geschmack machen? Nach deinem Geschmack, nach Lister Döner-Geschmack. Bin gespannt, Alter. Ich bin gespannt. So ein Fleisch, ne? So ein ja. Scheinfleisch. Musst ja. du mit Hand schneiden. Muss man, nicht mit Maschine? Nein. Maschine tötet das Ganze. Was macht der? Was ist der Unterschied? Weil diese Saft, weißt du, du ziehst, du, wenn du das mit der Hand schneidest, ja. kommt diese ganze Saft runter. Wenn du mit der Maschine schneidest, du tötest diese Fleisch. Ja. Okay. Du tötest das. Und die Scheiben sind ganz anders, als wenn du mit einem Messer schneidest. Guck mal, die Scheiben sind kann so. Kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Guck mal, die Scheiben sind ganz anders. Die sind so dicker, weißt du? Ja. Und bei Maschine kommt das wie eine Spaghetti runter. Ja. Das sieht wie ein Steakdöner aus, Alter. Das ist ein Scheibenfleisch. Also ja, deswegen. Deswegen, aber. 100% Fleisch, das sieht ohne Zusatzstoffe. Aus. Ja. Das ist Fleisch, ja. Salz und fertig. Hammer. Was? Hammer. Okay? Hammer. Also, das ist pure Fleisch. Pure Fleisch. Also, dann darf Zwiebeln rein oder ohne Zwiebeln? Mach ein bisschen Zwiebeln. Bruder, eigentlich nehme ich meinen Döner nur mit Zwiebeln, weißt du? Aber bei euch ist das so, ich möchte sogar euer Salat probieren. Frische. Bisschen Zitrone. Sommer, ne? Sommer. Frischen. Vitamin C hier rein. Ach, Vitamine. Okay, wir haben noch ein bisschen Gemüse dazu bekommen. Kartoffel, Aubergine und zu allerletzt kommt ein bisschen Cheddar. Cheddar-Käse? Nee, das ist Schafskäse. Schafskäse. Shit. Freunde, das ist dieser Lister Döner. Döner? Ey, ich bin so krank gespannt, wie das schmeckt. Normalerweise nehme ich jetzt so ein Gabel und steche da direkt rein und esse erstmal so. Ich möchte jetzt einfach reinbeißen. Bruder, das ist einfach 100% frisch. Aber ich frage mich nur, wo ist diese Erdbeer, Bruder? Als wir haben Erdbeer vergessen haben. Boah, ich habe das gerade noch erwähnt. Aha. Es ist nicht schlimm, ich habe das gerade noch erwähnt. Ich habe gesagt, wo ist Erdbeer? Ich höre, wir haben Erdbeer bei Hassan vergessen. Warte, ich glaube, er holt noch ein Stück. Und dann probiere ich mal diesen Döner mit Erdbeer, Bruder. Ich wollte gerade reinbeißen. Komm endlich, Alter, ich dreh durch. Wo bist du noch? Holst du noch was oder holst du nicht? Okay, der. Erdbeer mit Granatapfel. Okay, Erdbeer und Granatapfel, Freunde. Das ist süß auf Salz und auf Fett. Ich will gar nicht wissen, was für eine Explosion der im Mund gibt, Alter. Ja, Bruder, ich beiß da jetzt rein. Boah. Bruder.
Mein Mund weiß gerade gar nicht, was er schmecken soll. Diese Geschmackssorten im Mund gerade, das ist unglaublich. Oh mein Gott. Ich habe diese Leute ausgelacht, die sagen, Erdbeerdöner. Ich kann nie wieder ohne. Bruder, ich bin echt, echt, echt verliebt, Alter. Ich kann was zu diesem Brot sagen, ne? Du beißt da rein und du schmeckst einfach diese Frische raus. Wirklich, du schmeckst direkt diese Frische raus. Von drinnen einfach weich, das ist einfach... Bruder, das ist, das muss, so muss ein Döner sein, wirklich. Weißt du, diese Gemüse, was auch noch drin ist, das gibt auch so einen Kick, Bruder. Die Leute gucken mich gerade an und lächeln mich an, weil die sehen einfach, das ist selten, hier so einen glücklichen Mensch zu sehen. Und ich habe gerade diesen Döner in der Hand und ich lächle einfach und die Leute gehen vorbei und gucken und lächeln zurück. Wie geil, Alter. Die lächeln einfach zurück, Digga. Die sehen einfach, dieser Mensch ist gerade happy seines Lebens, Digga. Mein Gott, Essen ist der Sinn des Lebens. Egal, was für einen Stress du hast in deinem Leben, geh einfach einen Döner essen. Oder geh das essen, was du liebst, Alter. Mir ist eine Sache aufgefallen, dass ich bis jetzt keinen Knorpel hatte. Weißt du, du beißt da rein und dann auf einmal so ein Kaugummi mittendrin. So, hatte ich bis jetzt nicht. Also wie das mit Erdbeer schmeckt, du beißt da rein, du hast direkt erstmal diese Süße von diesem Erdbeer, ne, wirklich. Und dann hast du gleichzeitig noch diesen Lammgeschmack und deine Zunge denkt sich, was passiert hier gerade? Kann sich nicht entscheiden. Und sag dir einfach kurz und knapp, schmeckt gut. Wir machen hier kurz alles fertig. Die Bewertung kommt gleich. Bruder, was hast du nur mit diesen, was hast du nur gemacht, Alter? Wirklich, das war sehr, sehr, sehr lecker, wirklich. Das mit dem Erdbeer, das war so, du beißt da rein, da kam diese Süße erstmal, dann kam sofort Lamm, dann kam diese Paprika, dann kam diese Soße, dann kam, Bruder, meine Zunge wusste nicht mehr, meine Zunge war besoffen. Was ist los? Was ist das? Das ist mein Ziel, ehrlich. Bruder, das immer war... jede Biss was anderes. Bruder, das war richtig, richtig gut. Sehr wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Und das Brot, Bruder. Knusprig, drinnen weich. Man schmeckt diese Frische raus. Und vor allem schmeckt man diese Liebe raus, Bruder. Ja. Dieser Döner hat auf jeden Fall eine 9 verdient. So 9 von 10, Bruder. Ja. Und das war wirklich, wirklich ein sehr interessanter Döner. Okay, Bruder, ich danke dir nochmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. So, Freunde, das war's erstmal mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Checkt auf jeden Fall Lister Döner. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr frisch, Hammer. Auf jeden Fall vergiss nicht zu liken, abonnieren und kommentieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Adios. Jimmy.